Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Daily Challenge hier bei Rayman Legends und einen herzlichen Glückwunsch gleich mal am Anfang hier an den guten Jones 1911. Ihr seht oben rechts auf der Tabelle, er hat heute den ersten Platz gemacht und auch ein treuer Zuschauer hier, der gute Jones. Dafür herzlichen Glückwunsch. Nun aber zur heutigen Daily Challenge. Es geht mal wieder ins Land der wandelnden Seelen und wir müssen 1400 Meter schaffen. Das ist normalerweise ein recht schlechtes Zeichen, wenn es so weit hinten ist. Weil das bedeutet, wir haben so eine ewig lange Durststrecke vor uns, die wir durchhalten müssen. Jedoch ist Land der wandelnden Seelen natürlich ein Level, wo man recht schnell schaffen kann. Das heißt, das Video geht jetzt wahrscheinlich hier auch nur 3 Minuten. Hier springen wir runter, machen einen schnellen Sprung nach oben, unten. Hier noch einmal drüber. Jetzt der weite Sprung zur Seite. Hier der zweite. Zwischendurch dann nochmal einen Propeller einsetzen, damit wir auch über diese zweite Ranke drüber bekommen. Und haben jetzt zwischendurch jetzt auch die 300 Meter Pause. Hier ein ganz kleiner Sprung. Gerade im Anfängerbereich springt man da natürlich gern mal da dagegen. Und hier jetzt einmal von den Wänden abprallen lassen. Auch ganz leicht. Also wirklich kein Ding. Hier nur kleine Sprünge machen. Sobald man hier einen großen Sprung machen würde, hat man sofort verloren. Hier auch wieder der Sprung nach unten. Und wir haben die 600 Meter Pause. Also läuft alles schön. Hier auch wieder kleiner Sprung, da musste ich sogar nochmal den Propeller einsetzen, weil ich mich so versprungen habe. Aber lieber mache ich einen zu kleinen Sprung und mache dann Propeller, als einen zu großen Sprung, den man dann nicht mehr kontrollieren kann. So, hier drüber. Jetzt hier großer Sprung, einmal drüber durch die Wände und jetzt kommen diese Kombinationstaktiken so ab 900 Meter. Das heißt, wir müssen zwischendurch immer wieder schlagen bei unseren Sprüngen. Haben jetzt hier allerdings noch die Pause, jetzt hier Großschlag, auch nochmal drüber schlagen, auch noch kein unbekanntes Modul, hier drüber, da auch immer zum letzten Moment dann den Schlag einsetzen, drüber, drüber, Schlag, Propeller einsetzen, damit wir hier über die Ranken drüber kommen. Dieses Element kommt eigentlich auch in jeder Runde der wandelnden Seelen vor und wir müssen nur noch 150 Meter schaffen, dann haben wir die Goldgrenze erreicht. Hier drüber, jetzt einmal über die Ranke drüber und hier einmal Schlag und damit haben wir auch schon Gold erreicht. Jetzt hier nochmal drüber und hier verspringe ich mich bei dem zweiten Modul. Also es ist heute ein knapper Sieg, 1490 Meter, das reicht eigentlich recht gut. Ihr seht auch nochmal unten, der gute Jones 1911 mit seinen 6830 Meter ist natürlich noch weit, weit entfernt. Ich muss jetzt allerdings nachher noch ein paar andere Videos aufnehmen. Vielleicht komme ich gegen später nochmal dazu und nehme nochmal eine zweite Runde auf. Ja, ansonsten ja, hoffe ich, dass es euch was gebracht hat. Hoffentlich sehen wir demnächst dann auch mal ein schönes Video vom Jones. Wenn, dann wird man das natürlich gern verlinken. Und ansonsten wünsche ich euch alles Gute und wir sehen uns dann morgen zu einer neuen Runde hier bei Rayman Legends, der Daily Challenge. Bis dann!